Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um statische Typenchecks und wie wir diese in Python erzwingen können, ohne dem Einsatz externer Tools, wie zum Beispiel MyPy. Denn was ist das Problem an MyPy? Nun, gar nichts. Ich mag MyPy sehr gern. Aber das Stichwort, unter dem das läuft, womit wir uns hier auseinandersetzen wollen, lautet Contracts. Und Contracts sind mächtiger als nur die reine statische Typenanalyse. Wir können weitergehend sogar Input validieren. Das schauen wir uns dann aber in einem zweiten Video gesondert an. In diesem Video geht es primär um die statische Typisierung, die wir durch die Contracts in unsere Codes einbringen können. Auch steckt da eine gewisse Schönheit natürlich mit drin. Wenn wir hier in einer selbst in sich abgeschlossenen Lösung mit nichts anderes als dem Python-Interpreter statische Typisierung einbringen können. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin großer Fan von MyPy und kann nur jedem raten, sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise gibt es ja auch ähnlich gelagerte Lösungen. Aber wie dem auch sei. Beispiel GCD, also Greatest Common Divisor, zu gut Deutsch größter gemeinsamer Teiler, eine Funktion. Ausführen. Der größte gemeinsame Teiler von 12 und 8 ist 4. Ergibt Sinn. Der größte gemeinsame Teiler von 8,1 und 12 ist 1,77 mal 10 hoch minus 15, wie es scheint, zumindest nach diesem Algorithmus. Ich könnte auch einfach sagen, das ist Unsinn. In erster Instanz hätte da überhaupt gar keine Floating Point Number in diese Funktion reingehört. Nun habe ich das offizielle Feature von Python, die Typenannotationen, benutzt, um zu dokumentieren, dass meine Intention bei diesem Algorithmus war, dass die Input-Argumente Integer sind. PyCharm versteht diese Annotation und markiert mir hier auch schon, dass da ein Integer reingehen soll, aber ein Float angekommen ist. Nur, aber wie kann ich jetzt erzwingen, dass ein Fehler geworfen wird, weil ich dort eine Größe des falschen Typus eingegeben habe? Warum ist das nützlich? Wenn ich eine große Codebasis habe, etwas Unvorhergesehenes passiert in irgendeinem Submodul, das dann Variablen, Größen oder Objekte zurückgibt, die eines Typens sind, den ich nicht erwartet habe. Und Python rechnet das dann alles schön brav, den ganzen Nonsens durch, und am Ende sehe ich nur am Endergebnis, hier ist sogar schief gelaufen, und habe Stunden, vielleicht Tage vor mir, das Ganze zu debuggen, beziehungsweise in erster Instanz überhaupt erstmal zu lokalisieren. Es wäre in so einer Situation viel besser, wenn möglichst nah am Ursprung des Fehlers, möglichst nah am Ursprung der Misere Fehler geworfen würden, damit mein Debug gleich in ungefähr der richtigen Region starten kann. Nun gut, was machen wir also? Contracts ist das Stichwort, das ich genannt habe. Danach kann man googeln. Es gibt verschiedene Contract-Pakete für Python, die von verschiedenen Leuten schon programmiert wurde. Ich habe hier meinen eigenen Ansatz gewählt. Und wir möchten auch gleich in den Code reinschauen. Darum geht es ja hier auf dem Kanal. Das Wie und nicht das Wie geil. Und dieses Contracts-Modul bietet uns einen Dekorator Contracts an, mit dem ich jetzt also zusätzliche Annotationen auf meine Input-Argumente legen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, a soll ein Integer sein. So, wenn ich jetzt den ganzen Code nochmal ausführe, dann bekomme ich eine heftige Fehlermeldung, dass mir da sagt, Contracts Type Error, Expected Class Int. Stimmt. Na dann eben 8 und 12,1. Jetzt geht's wieder. Warum? Wir haben kein, und es kommt wieder Murks raus. Warum? Wir haben bis jetzt immer noch kein Contract auf B gelegt. Zack, wunderbar. Ach ja, natürlich. Es darf kein Float hier vorkommen. Also nehmen wir 8 und minus 12. Draus kommt minus 4. Nun, ja, okay, das algorithmisch war auch das also irgendwie wieder durchzurechnen, aber das ist mathematisch immer noch keine sinnvolle Antwort. Jetzt möchten wir einen Schritt weiter gehen und das geht jetzt über reine Typisierung hinaus. Jetzt möchten wir eigentlich noch sagen, dass die Input-Argumente nicht nur Integer sein sollen, sondern positiv. Beziehungsweise eben auch, dass das Return-Argument positiv sein soll. Apropos Return-Argument, das können wir auch vertraglich binden, indem wir ein Nicht-Keyword an Contracts übergeben. Betonung liegt auf ein. Sobald ich hier versuche, mehr als ein Argument zu übergeben, dann bekomme ich allein deswegen eine Fehlermeldung. Only one argument allowed to contract the return. Also kommt das hier wieder weg.
Und jetzt bekomme ich meine Fehlermeldung, expected positive number. Ach so, ja, okay, also minus 8 und 12. So, jetzt ist wieder alles schick. Fast, das ist immer noch mathematisch fragwürdig, aber zumindest da, wo positive Werte auftauchen sollten, tauchen sie auch. Das führt weiter zur Frage, okay, kann ich auch mehr als einen Vertrag auf ein Argument legen? Und die Antwort ist ja, und das sogar auf zwei Arten und Weisen. Ich kann entweder hier Tupel übergeben und sagen, ja, das soll nicht nur ein Int sein, es soll auch positiv sein. Und da müssen beide Verträge zeitgleich erfüllt sein. Und das gleiche können wir auch für Return machen. Führen das Ganze aus, zack, expected positive number. Also muss ich jetzt hier das Minus wegnehmen. Und jetzt ist sowohl über Input als auch Output unser GCD vertraglich gut abgesichert. Ich sagte, es gibt zwei Wege. Der zweite Weg ist, wir führen eine neue Klasse ein, ist PositiveInt. Die muss auch gar nicht viel machen. Sie muss nur günstig ableiten. So, ist PositiveInt. Und dann können wir zum Beispiel hier auf das A das PositiveInt ist positive int als Vertrag drauflegen. Wunderbar, es gibt keinen Bug. Na dann, was passiert jetzt, wenn ich für a 8,0 eingebe? Expected class int, wunderbar. Was passiert, wenn ich jetzt hier ein Minus einsetze? Expected positive number, wunderbar. Was ist, wenn zwei Fehler auf einmal passieren? Minus mal Minus ist ja schließlich auch Plus. Dann wird uns jetzt die Contracts-Klasse nicht sagen, dass es mehrere Verstöße gibt, wird einfach den Erstbesten melden, aber immer noch versagt das System insofern nicht, dass die Verträge allesamt gewahrt bleiben. So, und erst wenn ich alle Verstöße wegnehme, läuft das Ganze wieder durch. Die Contracts, ich habe sie hier implementiert, es gibt hier einiges zu entdecken, das Gesamtskript bis jetzt ist 173 Zeilen lang. Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist, dass wir vom Built-in-Paket inspect, ja, Built-in heißt, das muss mit pip-install nicht nachinstalliert werden, das kommt mit Python mit, die Signature-Function abholen und aus Convenience holen wir uns von Functools auch Wraps ab. So, und dann hier schon gleich die erste Klasse, das ist der Contracts-Konstruktor. Hat zwei wichtige Funktionen, die Initialisierung und den Call. Und der Call ist, wenn ich nochmal zu dem Beispiel zurückgehe, der Call ist, der aufgerufen wird, wenn wir eine Funktion aufrufen, die unter dem Add steht. Aber vorab, was passiert erstmal bei dem Init? So, das Init holt sich Keyword Arguments als Dictionary ab und Arguments als Tupel ab. Und dann wird hier drin ein bisschen, ja, was wird da gemacht? Die Annotation, also das Argument Annotations-Dictionary wird intern auf self-ann abgelegt. Und dann ja self-the-return, das ist also die Verträge, die auf das Return-Argument, auf das Return-Output angewendet werden, werden erstmal mit None initialisiert, falls es gar keine Verträge gibt. Ansonsten, wenn die Länge der Argumente größer 0 ist, dann darf sie auch nicht größer 1 sein, dann wird das eben entsprechend als Vertrag für das Return hinterlegt und abgespeichert. Und das bringt uns zum Call. Das erste, was hier passiert, wir holen uns die Signatur der Funktion ab. Das heißt, wir bekommen die Information, wie viele Argumente und Keyword-Argumente Funk eigentlich kennt und wie die alle heißen. Und das wird unter einem Signature-Objekt gespeichert. So, jetzt der Kern des Dekorators ist ja, dass wir eine Ersatzfunktion schreiben, die die ursprüngliche Funktion ersetzt bzw. ihren Funktionsaufruf modifiziert. Das macht Wrapper. Um Wrapper gut zu verstecken, gibt es die AddWraps, die wir von Functools importiert haben. Dadurch bekommt Wrapper all die Metainformationen übertragen, die Funk ursprünglich hatte, damit Wrapper so aussieht, als wäre es die ursprüngliche Funktion. So, was macht Wrapper? Wrapper nimmt auch Argumente und Keyword-Argumente an. Die werden mit dem Signaturenobjekt gebunden. Das heißt, die Argumente und Keyword-Argumente von Wrapper werden übertragen unter die Label und Namen der Argumente und Keyword-Argumente des originalen Funk. Und das gibt uns dieses Bound-Objekt, das da das Attribut Arguments kennt, das wir wie ein Dictionary mit Items durchiterieren können. Wir bekommen also immer den Namen eines Argumentens bzw. Keyword-Argumentens.
und den entsprechenden Belegungswert, mit dem die Funktion aufgerufen würde in Bezug auf dieses Argument. Und jetzt können wir nachschauen, hat dieses Argument Verträge in den Annotationen? Und wenn ja, dann werden die eben ausgeführt, also geprüft. Im Anschluss dann nochmal wird ein bisschen was resettet. Das wird im nächsten Video wichtig. Das könnten wir jetzt hier fürs Erste ignorieren. Und dann schlussendlich wird die Funktion, wenn bis hierhin keine Konflikte aufgetreten, also keine Fehlermeldung geworfen wurden, dann wird jetzt hier schlussendlich die Funktion tatsächlich mit den ursprünglichen Argumenten und Keyword-Argumenten aufgerufen. Sie gibt einen Funktionswert zurück, der dann auch nochmal mit den Verträgen für das Return-Argument geprüft wird, bevor er dann schlussendlich zurückgegeben wird. So, das ist der Decorator. Jetzt haben wir hier noch ein paar selbstdefinierte Contract-Error-Klassen, Type-Error, Shape-Error, Value-Error, Attribute-Error und dann geht es auch schon los. Hier kommen jetzt die einzelnen Klassen. Ich möchte nicht allzu detailliert darauf eingehen. Den Code findet ihr online und beziehungsweise unten verlinkt in der Videobeschreibung. Gibt es jetzt also hier eine Vertragsklasse und davon leiten sich dann diverse Verträge ab. Optional Contract heißt, nimmt einen anderen Contract an, der nur dann angewendet wird, wenn das Argument nicht none war. Typed prüft, dass ein Objekt den richtigen Typ hat. Davon ableitend ist int, ist float, ist bool, ist string. Dann gibt es hier zwei Verträge, die prüfen, ob sich etwas mit größer bzw. größer gleich vergleichen lässt. Davon ableitend dann ist positive, also ist etwas größer 0 oder ist non-negative, ist etwas größer gleich 0 und so weiter und so fort. An der Stelle möchte ich dann gerne dieses Video hier beenden. Hab vielen Dank, wer es bis hierhin durchgehalten hat. Wenn ihr das als hilfreich empfindet, was ihr hier seht, denkt doch gerne über ein Abo bzw. eine Subscription meines Kanals nach. Lasst mir gerne ein Like da und ich würde auch zu gerne mit euch in Interaktion treten. Also schreibt mir gerne eure Kommentare, Fragen, Antworten, Meinungen, Anregungen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao.